Drei Verletzte bei Unfall am Walldorfer Kreuz. Laut Polizei übersah der 69 Jahre alte Fahrer eines Ford beim Spurwechsel am Donnerstagabend einen vor ihm staubedingt haltenden Mercedes. Durch den Zusammenprall wurde der Van auf die ansteigenden Leitplanken geschoben. Der Ford landete umgekippt im Seitenstreifen. Mithilfe von Ersthelfern konnten sich die insgesamt drei Insassen der beiden Fahrzeuge befreien. Sie kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Durch die Sperrung eines Fahrstreifens während der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Walldorfer Kreuzes zu Staus.